Okay. Alle Spielerinnen dürfen sich nur dribbelnd fortbewegen. Fünf oder mehr Fänger, variiert je nach Gruppengröße, müssen die restliche Gruppe abschlagen. Ist eine Spielerin abgeschlagen, kann sie sich mit gegrätschten Beinen hinstellen und von einer Mitspielerin wieder erlöst werden, indem diese ihren Ball durch die gegrätschten Beine dribbelt. Das Spiel ist beendet, wenn alle Spielerinnen abgeschlagen sind. Bei dieser Spielform dürfen alle Spielerinnen, Fische, nur dribbelnd von Seite zu Seite laufen, ohne dem Fischer ins Netz zu gehen. Die Fischer dürfen sich hierbei nur auf der Mittellinie von rechts nach links bewegen. Ein abgeschlagener Fisch wird zum Helfer des Fischers, also auch zum Fänger. Der Fisch, der als letzter nicht abgeschlagen wird, wird neuer Fischer. Die Schülerinnen stellen sich entweder in Kreisform oder in versetzten Reihen mit Blickrichtung zum Lehrer auf, der verschiedene Bewegungsaufgaben im Stand zur Ballgewöhnung vormacht. Ballkreisen. Die Zehenspitzen zeigen nach vorne, die Füße sind parallel mit kleinem Abstand. Nun wird der Ball vom Knöchel langsam über die Knie, Oberschenkel, Hüfte, Brust und Kopf gekreist. Rollende Acht. Die Füße stehen schulterbreit, den Ball in einer beschreibenden Acht durch die gegrätschten Beine rollen. Geht eine Etage höher und versucht den Ball um eure Knie. Variation. Den Ball in einer beschreibenden Acht von vorne nach hinten um die Knie kreisen. Richtungswechsel. Den Ball von hinten nach vorne kreisen. Der Blick ist zur Lehrerin gerichtet. Und wenn ihr es könnt, versucht mich dabei anzusehen. Gut. Okay. Haltet die Bälle fest. Ganz einfach. Den Ball mit der rechten Hand im Stand nach oben werfen und mit derselben Hand wieder fangen. Gleiches geschieht mit der linken Hand. Das gleiche mit der schwachen Hand. Ich denke, ihr habt alle erstmal eure starke Hand genommen. Versucht es nur mit der schwachen Hand. Steht nicht so steif da, seid ein bisschen lockerer in den Knien. Den Ball im Stand hochwerfen und nach kurzem in die Hocke gehen, im Strecken wieder auffangen. Ja, jetzt können wir erstmal mit Klatschen machen. Okay. Ihr werft den Ball hoch. Den Ball im Stand hochwerfen und nach 3- bis 4-maligem Klatschen wieder auffangen.
den Ball im Stand hochwerfen und versuchen, sich einmal um die eigene Körperachse zu drehen, um den Ball danach wieder zu fangen. Den Ball in der Basketballgrundstellung vor dem Körper zuerst mit der rechten, dann mit der linken Hand dribbeln. Wichtig dabei ist, dass der Ball sehr tief und druckvoll gedribbelt wird. Dribbelt dreimal auf der linken Hand, wechselt den Ball, dann dribbelt dreimal auf der rechten Hand. Immer hin und her. Den Ball im Stand je dreimal fest und hoch, dann dreimal tief und flach, seitlich vor dem Körper zuerst mit der rechten und dann mit der linken Hand dribbeln. Den Ball in der Basketballgrundstellung durch permanenten Handwechsel tief und druckvoll vor dem Körper dribbeln. Versucht den Blick zu heben. Ja. Stellt euch ein bisschen weiter auseinander mit den Füßen, dann ist es einfacher, den Stand zu halten. Dribbelnde 8. Den Ball im schulterbreiten Stand in einer beschreibenden 8 mit tiefem Dribbling durch die Beine dribbeln. Vier bis fünf Spielerinnen stehen jeweils versetzt in einem Gymnastikreifen an der Mittellinie. Dabei muss immer mindestens ein Fuß innerhalb des Reifens stehen bleiben. Der Rest des Teams hat die Aufgabe, von Grundlinie zu dribbeln, ohne von den in den Reifen stehenden Spielern berührt zu werden. Die Schülerinnen bilden zwei Teams, die gegeneinander spielen. Jede Mannschaft hat eine Spielerin, die auf einem Kasten, dem Turm, circa 1 Meter hinter der Freiwurflinie steht. Das Team muss sich den Ball so untereinander zuspielen, dass sie die Spielerin auf dem Turm anspielen können. Diese darf dann von ihrer erhöhten Position versuchen, einen Korb zu erzielen.
Schafft sie das, gibt es einen Punkt und die Spielerin auf dem Turm wechselt ihre Position mit einer Feldspielerin. Okay,